Niemand, niemand soll das, was war, vergessen. Niemals. Schon viel ist gesagt worden von dem Grauen des Krieges, der hinter uns liegt. Aber wisst ihr schon etwas über die 7 Kinder an der Brücke, die glaubten noch in letzter Stunde durch ihren Einsatz das Vaterland retten zu können? Wäre mir besser als ohne deine Liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe. Schenke ich dir. Du kannst mir doch keine Uhr schenken. Warum denn nicht? Ach, du bist ja verrückt, Klaus. Aber vielleicht Lein. Warum? Damit du was von mir hast. Räder müssen rollen für den Sieg! Die Brücke. Ein Film der neuen Gesichter. Ein Film der Jugend. Ein Film, der sich an alle Menschen wendet. Hauptsache Mutter ist in Sicherheit. Du wolltest ja bloß los sein. Was fällt dir ein? Stimmt's vielleicht nicht? Was hast du gesagt? Die Weiber sind alle Schlampen. Meinen Jungen haben sie nämlich auch noch gemustert. Den Sigi? Ja. Aber den können sie auch nicht mehr holen. Hier ist mein Einberufung. Wir müssen uns morgen in der Kaserne melden. Franziska. Ja? Ich möchte dich was fragen. Was denn? Aber du darfst mir nicht übel nehmen. Mm-mm. Bestimmt nicht. Du kannst doch fragen, was du willst, Klaus. Es ist doch unser letzter Abend. Ich werde morgen früh Soldat, Vater. Ja, ich weiß. Aber der Ortsgruppenleiter Forst geht stiften. Verführer, Volk und Vaterland! Du hast doch auch mit dem Alten geschlafen. Red doch! Dein Vater war aber viel zarter. Und wenn es so schön war! Was war? Henning! Kommt doch mal, jetzt reicht's mir ab. Ich finde es großartig. Du hast immer Haltung. Was treibst du denn da, Knirps? Schütze Siegfried Bernhard beim Waffenreinigen. Na, dass du nicht beim Apple-Clown bist, sehe ich. Ich habe Befehl, alles, aber auch alles mit nach vorne zu nehmen, was nur eine Flinte tragen kann. Es ist damit zu rechnen, dass wir spätestens morgen früh Feindberührung haben. Jeder Quadratmeter, den wir jetzt verteidigen, ist ein Stück vom Herzen unserer Heimat. Aber es ist doch unsere Brücke. Ja, was sollen wir denn hier? Seid doch froh, ihr Idioten. Wollt ihr denn mit aller Gewalt wie die Scheiße? Mensch, ihr verdammten Idioten, seid doch nicht so stur. Kommt doch mit runter an die Brücke und seht euch das an. Kindern Krieg schicken und dann allein lassen. Es ist Krieg, verstehen Sie? Und wir müssen hier die Brücke halten. Ihr wisst ja gar nicht, was er hier anrichtet. Ihr wollt wohl hier noch die Helden spielen. Was machst du denn da? Ich muss Munition mit draufnehmen auf den Baum. Ein Glück, dass wir nicht noch eine Kanone dabei haben. Die würdest du auch noch mit hochschleppen, hm? Panzeralarm. Ich kann nicht einsehen, dass diese Kinder jetzt zum Schluss noch sinnlos geopfert werden sollen. Ich habe mich mit Ihren Jungs unterhalten, Herr Stern. Es sind Idealisten. Sie glauben, dass sie für die Verwirklichung von Idealen kämpfen. Sie wollen das Vaterland retten. Sie glauben, was sie ihnen beigebracht haben, Herr Stern. Hölderlin, Deutsch für Oberklassen. Die Schlacht ist unser, lebe oben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten. Aber Herr Fröhlich, alle diese Ideale, Freiheit, Vaterland, Heldentod, sind doch Falschmünzen in die Hände gefallen. Die Brücke, der Film mit dem höchsten Prädikat, besonders wertvoll. Ein Meisterwerk von Bundesfilmpreisträger Bernhard Wicki. Er wird demnächst hier gezeigt.